So fing es mal an. Und jetzt, da gibt es den digitalen Rückspiegel. Am Fahrrad, der Blick zurück über das vorne am Lenker platzierte Handy am Cycler. Dieser Blick nach hinten, ein Symbol für den Ausblick nach vorne in die Zukunft urbaner Fahrradmobilität. Ich würde so weit gehen, dass ich sicherlich sagen würde, dass das Rad in vielen Situationen einfach das bessere Verkehrsmittel ist. Gerade im urbanen Raum. Macht es mehr Spaß, ist sportlicher, belastet die Umwelt weniger. Und deshalb denkt auch die Automobilindustrie da sehr ernsthaft drüber nach, wie die Expertise aus der Automobilindustrie, die wir jetzt da jahrelang aufgebaut haben, auch im Bereich Zweiradmobilität nochmal ein neues Fahrerlebnis bringen kann. Das Cycler ist ein Porsche, zumindest teilweise. Zusammen mit der etablierten Fahrradmarke Stork haben Spezialisten von Porsche Digital dieses sehr smarte, sehr schicke E-Bike entwickelt. Der digitale Rückspiegel, eine Weltneuheit. Und dabei doch nur ein weiteres Element, um Fahrradnutzung, egal ob motorisiert oder nicht, im städtischen Bereich noch selbstverständlicher und sicherer zu machen. Genau das ist das ganz große Thema auf der Eurobike, die noch bis Samstag in Friedrichshafen gastiert. In der Großstadt ist die Helmakzeptanz deutlich größer wie auf dem Lande. Deswegen nennen wir diese urbanen Helme, es sind wirklich Großstadthelme. Haben wir vor 10 Jahren, glaube ich, mit einem Helm begonnen und mittlerweile haben wir mindestens 30, 40 verschiedene Modelle in verschiedenen Größen im Sortiment. Mehr Helme, mehr Sicherheit und wenn trotzdem mal was schief geht, dann naht in deutschen Metropolen zukünftig Hilfe von einer Seite, die Fahrradfahrer und Fahrerinnen nicht gerade, man könnte sagen, automatisch erwarten würden. Vom ADAC, der sich auch auf der Eurobike mit einem großen Stand zeigt. Der ADAC muss natürlich auch Schritt halten mit dem Wandel. Und ganz neu testen wir gerade im urbanen Teil in Berlin und in München derzeit eine Fahrradpannenhilfe. Das ist ein Testzeitraum, von dem ist ungefähr gerade ein Drittel schon vorüber. Läuft sehr erfolgreich an. Wir haben jetzt schon die Anfragen erreicht, die wir für den gesamten Testzeitraum erwartet haben. Also das boomt. Es bewegt sich also eine Menge in der Fahrradwelt. Entsprechend attraktiv sind somit auch die Stellenangebote, von denen es reichlich gibt, auf der Eurobike 2021.